Yo, herzlich willkommen auf DOGG, meine lieben Freunde. Euer Rap-News-Portal hier auf YouTube ist wieder für euch fresh am Start. Ja, meine lieben Freunde, unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Capital Bra. Capital Bra hat sich auf Instagram gezeigt. Und zwar merkt man, seit einigen Tagen hat der Rapper eine überaus demotionierte Bizepsader und auch sehr durchtrainierte Nackenmuskulatur bekommen, meine lieben Freunde. Also wer den Rapper in den letzten Monaten verfolgt hat, der würde wahrscheinlich gemerkt haben, der Rapper ist ziemlich abgemagert. Sieht so aus, als würde er vom Fleisch fallen. Also an Geld kann es ihm, glaube ich, nicht gelegen haben. Der Rapper ist wahrscheinlich durchgehend nur am Ballen, am Durchmachen von Studio-Sessions. Ja, der Rapper, der ist auf jeden Fall sehr heiß unterwegs gewesen. So viele Nummer 1-Hits hintereinander. Da bleibt natürlich die eigene Gesundheit sowie auch der Körper auf der Strecke. Wenn man ihn jetzt sich anschaut auf Instagram, wird einem klar, der Rapper sieht irgendwie aufgeschwollen aus, als hätte er irgendwie sich vollgepumpt mit Cortison oder mit irgendeiner Testonadel. Ist vielleicht auf Anabol, man weiß es nicht, meine lieben Freunde. Vielleicht hat er auch seine Drogen abgesetzt. Kein Coca mehr, keine Joints mehr. Irgendwas ist da auf jeden Fall am Busch. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, wenn er sich für ein gesundes Leben interessiert hat. Und wenn er jetzt anfängt, gesund zu leben, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Einstellung, meine lieben Freunde. Wenn er jetzt aufhören würde mit diesen ganzen Coca-Lines und diesen ganzen Rapper rein, dann ist es auf jeden Fall dementsprechend ein sehr, sehr, sehr lobenswerter Rapper. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit unserem Video. Wenn euch das auch aufgefallen ist, dass Capi sich verändert hat, könnt ihr mir gerne hier unten einen Kommentar hinschreiben. Das war's natürlich hier wieder mit meinem neuen Video. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um regelmäßige Rap-News von mir nicht zu verpassen. Ich würde mal sagen, schlaft gut. Ich wünsche euch alles Gute. Peace and out.